there, don't worry. Ja, keine Zeit ohne ihn erfahren zu gehen. Da. Also. Geht, drei, drei. Da geht durch. Das war weg. Das ist der Depp. Schauen wir, jetzt haben wir jetzt da oben gefallen. Ja, jetzt ist die Scheibe auch nicht mehr. Ah, vor uns bildet sich einer. Ein ganz violettes. Du hast die Umzeigung versammelt. So scheiße. Da, was ist 0, 35. Wo geht denn eigentlich Straßen weiter? Ha? Wo geht denn eigentlich weiter? Bei denen immer das Problem, dass sie im Platz von anderen ist. Ja, deswegen will sie ja, glaube ich, aussehen. Wenn sie da jetzt durch aber geht, dann kommt sie raus. Ja. Heutige Windrichtung aus dem Niederstand wählen, außer jetzt noch so seitlich fahren in den niederstandsfreien Bereich rein. Also die zwei Zöllen haben sie jetzt komplett entkoppelt, schon? Ja. Was machen wir jetzt, gell? Haben wir den da hinten, der produziert jetzt auch schon eine Scherung. Und jetzt gehen jetzt von durch ganz gerade durch, habe ich. Vierten Bäder. Nehmen wir uns so Richtung Südosten, vielleicht sogar ein bisschen ausscheren nach Süden. Macht der andere noch Scherungen? Genug. Weil das ist die Frage, auf welche gehen wir? Welche gehen wir leichter? Der eine ist näher. Zieht sie so, dass wir hinkommen oder zieht sie blöd? Wer kann nicht? Die links von uns. Die bummelt vor sich hin. Die bleibt jetzt derzeit fast stehen, macht aber eine Riesenscherung. 185, 170, 170. Achso, Entschuldigung, die Fahrtrichtung von mir aus gesehen, links von uns. So habe ich gemeint. Achso. Nein, ich will es jetzt schon wieder. Da tust du vorne, genau, vor dem Auto hin. Dann kannst du von herinnen bedienen. Ah, ich habe eh Funk. Nein. Müssen wir mal einstellen. Ja, die stellen wir jetzt auf. Lampenlicht, ne? Ja, dann hast du. Der ist da vorne. Blade ist da vorne. Du, das hätte ich jetzt sogar erkannt, ohne dass du es gesagt hast. Ja. Da
Wo war der? Genau beim Windrahmen hinten. Auf so ist rechnet eine Menge runter, nur so man die Scherung oben am Haus besser. Bist du deppert? Flat warning. The big springs. Eine große Quelle. Sehr bewertet. Wieder am Anfetzen, ja. Es wird halt nur eine Zeit lang wieder Nachbar geben. Ich meine, was wir vielleicht wirklich schauen können, ich meine, wenn es wirklich ein Geister ist. Das ist jetzt, das zielt jetzt so weg, wo Richtung da oben. Das heißt, das wird eh alles da so ausgebaut. Das heißt, wenn wir dann da irgendwo stehen, ein bisschen auf die Prairie Pampa gehen und immer so ein bisschen hinten nachgehen, Wenn man Glück hat, siehst du da hinten irgendeine Aufwindtürme oder Wolkentürme, was der nicht so hinten ist, halt vorne. So ein Boss, irgendwie auf. Das schaut wirklich geil aus.